Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Format Naturmedizin. Wir haben heute ein ganz schwieriges Thema, für mich als Mann zumindest, denn wir reden über ein spezielles Frauenthema und ich finde es aber sehr bedeutsam. Ich bin auch immer wieder auf Recherche gegangen, habe nach Lösungen gesucht, die ich auch mal ins Fernsehen bringen kann. Bisher habe ich nichts gefunden und ich hoffe sehr, dass ich heute mit dieser fachkundigen Ärztin, die heute bei mir zu Gast ist, vielleicht einen Schritt weiterkomme, sodass wir hier eine Lösung bringen dürfen. Ich rede nämlich heute über diese ganzen Tampons-Geschichte, die einfach unfassbar viele Dinge drin sind in diesem Stoff, die eigentlich da nicht, gar nicht hingehören. Seien Sie gespannt, wir legen gleich los. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich ihm meinen Gast vorstellen, nämlich niemand geringer als die Frau Dr. Med. Friederike Wichel, ganz herzlich willkommen, liebe Friederike. Ja. Du hast das Thema auch schon auf dem Schirm gehabt, oder? Diese Tampons und was da alles drin ist. Ich bin ja eine Frau, Alexander. Jeden Monat darf ich wieder neu dran denken. Aber auch auf dem Schirm gehabt, dass das, was da drin ist, alles andere als zum Teil natürlich ist. Das kam eigentlich ehrlicherweise erst in den letzten Jahren. Also in meiner gesamten Studienzeit habe ich da nie drüber nachgedacht, weil es war einfach und ich hatte zwar immer schon einen gesunden Lebensstil, aber ich habe mir nie überlegt, dass das eigentlich kleine Chemiebomben sind, die man sich da jeden Monat immer wieder einführt. Und nicht auf die Haut, sondern rein damit, oder? Genau, und über die Schleimhäute weiß man ja, kann man sehr, sehr gut auch wirklich aufnehmen. Ne? Und das ist ja Kunstseide, Baumwolle, ne? Die einfach wirklich genmanipuliert ist, ne? Mit Pestiziden, Bioziden verseucht. Da ist Dioxin mit drin. Das hat so einen Einfluss aufs hormonelle Gleichgewicht beziehungsweise Ungleichgewicht dann im Körper der Frau. Also das ist schon wirklich belastend. Oder gerade das Dioxin, ne? Ist bekannt, dass es auch Endometriose macht. Und wie viele Frauen kommen heute in die Praxis mit Endometriose? Was ist Endometriose, das ist einfach so, wenn Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter quasi zu wuchern beginnt. Ne? Und da werden sich dann so Herde bilden und die Frauen dann wirklich monatlich stärkste Schmerzen haben. Und nicht nur im Bereich wirklich des Unterleibs, es kann sich dann wirklich auf den gesamten Bauchraum ausweiten. Also kann man zusammenfassen, dass das, was wir da einfach im Großhandel kaufen, nicht natürlich ist, es Dinge drin hat, die eigentlich nicht in den Körper rein sollten. Genau. Gut. Genau. Jetzt, ich bin schon auf die Suche gegangen, habe mir gesagt, was gibt's denn für Alternativen, die biologisch sind, die natürlich sind, die nicht schaden. War mal einer Messe, dort habe ich einen Anbieter gefunden, aber da konnte kein Deutsch, ich konnte mit ihm nicht reden. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Hast du eine Lösung gefunden? Naja, also damals die Patentante meiner Kinder, die ist Gynäkologin und die hatte mir irgendwann mal diese Mondtasse geschickt. Erst wusste ich gar nicht, was das so ist und fand die auch irgendwie unangenehm. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative, die viele Frauen heute wählen. Ne? Also Binden sind ja, kannst du eigentlich vergessen, weil die Binde, dann hast du eine weiße oder helle Hose an und dann geht's daneben, du hast nicht die richtige Größe und in der Binde hat das gleiche Problem wie mit dem Tampon. Ja? Und diese Mondtassen, Menstruationstassen, das sind eigentlich so kleine Tassen, Gefäße, die du so verbiegen kannst, weil die sind in der Regel aus Silikon. Die faltest du dir zurecht. Hinten hat so einen Ring, wo du den Finger reinstecken kannst, wo du es rausziehen kannst dann auch wieder. Und dann führt man sich die in einer bestimmten Sitzposition einfach ein. Da geht man so in die Hocke und führt sie sich ein. Und dann saugt die sich fest, bildet sich ein Vakuum beim Muttermund und dann läuft das Blut einfach ganz hygienisch da rein. Die ersten Male ist es ein bisschen unangenehm, aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich also selbst daran gewöhnt und auch die Freundinnen oder Patienten, denen man es empfiehlt, die sind damit eigentlich sehr zufrieden. Und da ist jetzt auch kein Stoff drauf, wo jetzt nicht Das ist natürlich Silikon und bei Silikon muss man auch wieder immer gucken. Ne? Aber Silikon an sich, wenn man es nicht erhitzt, und das tun wir ja nicht, ne, kommt ja einfach nur das körperwarme Blut da rein, dann ist es auch nicht chemisch oder irgendwie schädlich für dich und für die Schleimhäute. Ne? Und du hast natürlich diesen ganzen Abfall am Ende des Tages nicht, ne, den du natürlich auch, du produzierst ja natürlich mit den Tampons, mit den Binden immer viel Müll, der auch entsorgt werden muss. Der ganze Mikroplastik da drin. Aber bei der Tasse ist natürlich, also hast natürlich das Silikon, was am Ende auch nicht so gut recycelbar ist, aber da gibt es mittlerweile auch da Methoden. Aber also das finde ich für mich,
eigentlich eine der besten Alternativen. Mhm. Man muss einfach immer darauf achten, ne, dass man es gut auskocht, dass man es regelmäßig dann desinfiziert und so. Aber das ist ach, ja das nutzt man immer das Gleiche? Ja, ja, du hast immer das Gleiche. Und dann legst du es dir wieder 3-4 Wochen weg und dann benutzt es wieder. Mhm. Das ist eigentlich sehr hygienisch und sauber. Okay. Wenn jetzt der Zuschauer noch googelt, um das einfach mal optisch zu sehen, wie das aussieht, was muss er da für einen Zuschauer? Menstruationstasse. Ach. Ja? Aber manchmal sagt man auch Moon Cup, ne? Weil früher war es ja auch so, dass die Frauen immer auch mit dem Vollmond menstruiert haben. Mhm. Und wenn Frauen mit dem Vollmond menstruieren, dann heißt es eigentlich, sie sind auch mit der Natur im Rhythmus. Mhm. So. Aber diese ganzen Zyklusschwankungen heutzutage, da weiß man natürlich gar nicht mehr. Aber deswegen gibt es auch diesen Namen Moon Cup. Aber wenn man Menstruationstasse eingibt, dann findet man das. Gut. Dann werde ich die Leute mal anschreiben und mal ins Studio einladen, um auch mal noch vom Herstellerseite her das mal noch zu besprechen. Ja, das ist schön. Ganz, ganz cool. Dann hat mir meine Tochter noch eine weitere Aufgabe mitgegeben, mit ihr mal noch darüber zu sprechen, nämlich auch über die ganzen Verhütungsproblematiken. Es heißt immer, die Frau soll die Pille nehmen, aber was die Pille eigentlich für den Hormonhaushalt ja eigentlich auslöst, ist meiner Erachtens ja eigentlich sehr, sehr unfair, dass der Mann das Problem, nicht schwanger zu werden, einfach der Frau delegiert und die macht das einfacher so. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Was würdest du da eigentlich den jungen Leuten empfehlen? Bei der Verhütung, muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich es auch unfair vom Mann, wenn er sagt, du machst du Frau. Mhm. Ne? Es ist immer eine Sache, da müssen beide am gleichen Strang ziehen. Und die Pille einzunehmen und damit quasi ins natürliche hormonelle Gleichgewicht der Frau einzugreifen und alles andere als, also Unruhe zu stiften, meine ich mal so, ist alles andere als gut. Ne, weil es ist von der Natur nicht vorgegeben. Und noch dazu, die Pille, wissen wir alle, was es dir alles wegraubt. Ne, die ganzen B-Vitamine, Vitamin C auch. Das heißt, du hast sicher überhaupt nicht eher. Och, ne? Das sagt auch niemand, hä? Klar, deswegen gibt es manchmal teilweise schon die Pille mit B-Vitamin. Ne? Und das ist auch wieder so ein Pharma-Gag. Aber was das dann auch macht bei den Frauen, ne? Depression, Konzentrationsstörungen, ganz, ganz klassisch. Migräne, ganz, ganz klassisch. Wenn dir Vitamin C geraubt wird, du weißt, Vitamin C ist ein großer Radikalfänger. Die gehen alle in oxidativen Stress, gehen die rein. Und die Pille ist absolut nicht das Nonplusultra. Ich finde bei der Verhütung ganz im Ernst, es gibt so, also wenn die Eizelle befruchtungsfähig ist, das ist sowieso nur 12 bis 24 Stunden. Männliche Spermien können bis zu 5-6 Tage überleben. Das heißt, ich habe so einen Zeitraum von 6 Tagen im Zyklus, wo ich einfach wirklich bereit bin, aufnahmefähig bin und schwanger werden kann. Das ist nicht so viel. In der zweiten Zyklushälfte muss ich mir sowieso eigentlich keine Gedanken machen. Eher so davor. Und da, ich finde immer bei Frau und Mann muss man so ein bisschen überlegen. Entweder ich kenne genau meinen Körper und Eisprung und ich bin einfach in dieser Zeit auch mal abstinent und tu mich einfach nicht meinem Partner hingeben. Mhm. Oder die andere Möglichkeit ist, die sich ja bewährt hat, Kondom oder Diaphragma. Ne? Wenn, die was? So das Diaphragma, was man wieder neu einlegen kann. Das ist wie so eine, auch so eine kleine Silikonplatte, wenn du so willst. Die legt man sich auch so als Frau ein vor dem Muttermund. Mhm. Ne? Und dann kommt da noch, ist da noch so ein Gel drüber, ist aus Milchsäure in der Regel und das setzt den pH herab. Da können also die Spermien nicht überleben. Ne? Das ist eine Variante. Oder eben, wie gesagt, eine andere Barrieremethode, die Kondome, die man einfach wählen kann in dieser Zeit. Und was eigentlich das Neueste ist, sind ja immer diese ganzen Apps. Ne? Habe ich selber früher auch gehabt. Temperatur-Apps oder? Nee, einfach nur so Apps, wo du dann so deine Temperatur eingeben kannst oder einfach so deine Symptome, wo du siehst, welchen Zyklustag du bist. Die Frau heutzutage weiß manchmal gar nicht, welchen Zyklustag ich bin. Mhm. Ne? Und damit ist sie allein schon, ja, ist es heute gefährlich, ist es heute nicht gefährlich. Also sich dessen auch mal bewusst zu werden, wie lang ist eigentlich mein Zyklus? Habe ich 28 Tage? Habe ich mehr? Habe ich weniger? Es ist jeden Monat anders. Denn der Eisprung ist ja nicht immer am gleichen Tag. Ne? Das macht es ja schon schwierig. Und dann kann ich in diese Apps, kann ich dann eingeben, wie ist mein Schleim, wie ist meine Temperatur und so weiter und so fort. Aber das ist nicht sicher. Sicher ist eigentlich, wenn ich mir meine eigene App mache, mit meinen eigenen Kalender mache oder so und dann messe ich regelmäßig meine Temperatur.
Das sei anscheinend unfassbar sicher, wenn man darüber geht. Klar, das ist ja, ne, aber man misst auch nicht die Temperatur hier einfach mal eben unterm Arm oder im Mund, sondern man geht wirklich in die Scheide rein oder in den After rein und misst dort die Temperatur. Mhm. Ne? Und wenn die einfach höher ist, dann heißt es, okay, jetzt ist Eisprungzeit und dann muss man einfach an diesen Tagen dann wirklich aufpassen. Und ein anderer wichtiger Indikator, der finde ich immer hilft, die Frau hat ja auch sehr viel Sekretbildung, also Schleimbildung. Ne? Und wenn du quasi zur Zeit des Eisprungs bist, also als Frau, dann kannst du diesen Schleim, der ist dicker und den kann man so auseinanderziehen, so fädenartig. Ne? Das ist so, es gibt da so zwei wichtige Marker, man sagt Östrogenmarker, Progesteronmarker. Östrogen wäre dieser Schleim, Progesteronmarker, das ist eben die Temperatur. Und das sind ja die beiden Hormone, die kurz beim Eisprung wirklich ansteigen. Ne? Und dann misst man einfach, dann schreibt man sich auf und dann guckt man, welchen Tag man ist. Im nächsten Monat macht man wieder, dass man einfach mal so ein natürliches Gefühl bekommt für seinen Zyklus. Hm. Also wenn man sich kennt, könnte man gute Vorsorge betreiben. Genau. Und wenn ich eben mit meinem Partner, wenn der mir wohlwollend ist und auch möchte, dass sich die Frau nicht irgendwie toxisch verseucht, dann zieht der da auch mit mir an einem Strang. Hm. Ne? Schwierig ist es natürlich bei Partnerwechsel. Hm. Also ich habe mal mit meinen drei Damen mal gesprochen und die haben immer gesagt, ja, das mit dem Temperaturmessen ist ja eine sichere Sache, aber sie haben sich alle damit nicht wohlgefühlt und haben dann eigentlich den Weg gesucht über diese Goldspiralen, heißt sie, glaube ich, oder Goldring oder Kupferring oder sowas. Kannst du da noch etwas erzählen? Ja, das gibt ja, das ist das was anderes, Verhütungsmittel. Ne? Und man muss sagen, sowohl die Pille, als auch gut, bei der Pille muss ich dran denken, aber wenn ich mir so eine Kupferspirale oder so eine Hormonspirale einsetze, muss ich nicht mehr dran denken. Ne? Dann passiert die Verhütung von selbst. Das heißt, es ist für die Frau super einfach und sie kann auch im Alltag super gut funktionieren. Aber sich eine Kupferkette oder eine Kupferspirale einsetzen zu lassen, ist eigentlich nicht das, was von der Natur vorgegeben ist. Kupfer ist zwar essentiell, im Stoffwechsel. Hm. Wir wissen, es wird für die Blutbildung gebraucht, es wird gebraucht, um Sauerstoffradikale. Aber zu viel ist giftig, oder? Zu viel, der Überschuss, ne? Macht Stress, macht DNA-Schäden, fördert die Bildung von Tumoren. Und das wissen wir ja auch, ne? Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterkrebs an sich, all die Veränderungen da unten können bedingt sein, auch durch diese Metalle. Also deswegen würde ich in keinster Weise dazu raten, quasi alles abzugeben, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, ich lasse mir jetzt sowas einsetzen. Ich glaube, jetzt muss ich auch korrigieren, es war nämlich nicht Kupfer, sondern ein Goldring oder Goldkette oder sowas, was da anscheinend also, eben Gold besser ist als Kupfer, logisch, verstehe ich. Ehrlicherweise, weißt du, und allein wenn man sich vorstellt, ne, dass das Metall wirkt dann Spermizid, also tötet die Spermien ab, dann kann ich mir noch mal überlegen, was macht das dann mit meinen Schleimhäuten? So, ne? Und ich kenne jetzt nur die Kupfer, diese ganzen Goldgeschichten kenne ich nicht, aber du, gibt es auch für die Zähne und so, und von daher, warum soll es nicht auch da unten wirken? Sind halt Metalle. Aber also würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ich bin immer dafür, so natürlich wie möglich mit dem Rhythmus der Natur zu sein und auch wirklich sich mal als Frau bewusst zu sein, was macht denn die Regel mit dir? Die entgiftet dich auch allmonatlich. Die ist dafür da, dass du dich befreist von all dem, was dich belastet hat. Und da auch mal innezuhalten und das anzunehmen in der heutigen schnelllebigen, von Männern dominierten Zeit, das wäre mal sinnvoll. Ja, verstehe ich schon. Ja. Aber heute Praxis sieht es so aus, mit 14 oder mit 13 gehen die Kinder schon zum Gynäkologen, kriegen die Pille verschrieben, nur schon wegen irgendwelchen Pickeln im Gesicht, wo sie loshaben möchten, dann kriegen sie die Pille und dann sind sie in dieser Schiene drin. Ne? Das ist natürlich so. Ein junges Mädchen von heute weiß gar nicht mehr, was es heißt eigentlich, eine Menstruation zu haben. Wird ihr ja auch nicht erklärt. Ne? Weil die Mutter, das war so meine Generation, gut, die Pille gab es schon viel früher, aber bei mir ging es ja dann so los in meiner Generation, dass man so früh anfing, die Pille zu nehmen und dass man auch die Pille durchnimmt, weil Regel brauchst du gar nicht. Ne? Und so verlieren diese heute, die Mädchen von heute eigentlich den Bezug zum Leben. Habe ich mal gehört, wenn man eigentlich die Pille so nimmt, bescheißt man eigentlich den Körper. Der Körper hat das Gefühl, man ist dauerschwanger. Genau, ja,
Das ist wirklich, das ist eine Katastrophe, diese Pille. Mehr kann man gar nicht, sagen. Und wenn man einfach mal auch nur die Pillennehmerin quasi den Beipackzettel lesen lässt, dann sollte eigentlich jeder mal die haben absetzen. Wir mal gemacht und auch geschaut. Wir haben die Pillen angeschaut, die vor 20 Jahren auf dem Markt sind und die modernen. Und das Interessante ist, die vor 20 Jahren ist der Beipackzettel mit Nebenwirkung so groß und die neuen nur so. Mhm. Weil die neuen heißt jetzt nicht, dass sie besser sind. Sie haben einfach noch keine nachgewiesene Nebenwirkung, die aufgeführt werden müssen. Also das ist schon ein Beschiss ohne Ende. Klar. Aber gehen wir nochmals zur Pille rein. Ich habe gehört, dass wenn man das macht und irgendwann dann wirklich damit aufhört, hat die Nebenniere, glaube ich, Probleme, da in den richtigen Rhythmus zu kommen. Das heißt, diese ganzen Wechseljahrproblematiken werden umso drastischer und dramatischer, als sie sonst natürlicherweise wären. Das ist ja so, weil es greift ja nicht nur ins Sexualhormongleichgewicht ein, sondern gerade auch der ganze Progesteronhaushalt hat ja Einfluss auf die restlichen Hormone, auch Stresshormone im Körper und so. Also es wird das ganze Gleichgewicht zerstört. Ne? Und eben all diese Dinge, also Migräne, Konzentration, Depression, was weiß ich, Myome, Tumore, Wechseljahrsbeschwerden, also diese ganzen Frauenleidengeschichten können denn damit in Zusammenhang gebracht werden. Plus einfach diese ganzen Mikronährstoffmängel, die dadurch bedingt sind, die ein Ungleichgewicht bringen. Ne? Wenn dir B6 geschlaucht wird, kannst du einfach nicht mehr das Serotonin bilden. Also das ist schon alles möglich. Mhm. Also müssen wir echt ein 13 Ausrufezeichen machen und wirklich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer alle warnen davor, wirklich nicht unbedingt die Pille zu nehmen. Ja, und die Frauen sind ja auch nicht, also sie werden von ihren Müttern heutzutage schon nicht mehr aufgeklärt, weil die haben schon die Pille genommen, ja. Und der Gynäkologe klärt sie schon gar nicht auf. Und es ist so wie ein Bonbon, was man jeden Tag nimmt. Man muss sich zwar die Uhr stellen, aber ich nehme es so wie ein Bonbon. Wenn du die Patientin heute fragst, welche Medikamente nehmen sie, dann sagen sie dir prinzipiell keine, wenn sie gesund sind, weil sie die Pille auch vergessen. Sie vergessen nicht, dass es ein tägliches Medikament ist, was sie schlucken. Das erinnert mich gerade an eine Fachärztin, die Frau Dr. Marianne Krug, die bei uns mal war, die hat auch gesagt, da findet sie Patienten mit 60, 70, die nehmen heute noch die Pille und haben es ganz vergessen. Ja, das ist gehört wirklich zum Leben. Ja, es ist grausam. Und wenn du die dann natürlich nach so vielen Jahren absetzt, was denkst du, was da für ein Ungleichgewicht herrscht? Also da kann ich mir schon vorstellen, was es da für Beschwerden gibt. Aber es ist ja allein auch, wenn man schwanger werden will, ne, wenn man absetzt. Das braucht manchmal bis zu einem Jahr, bis es dann alles wieder so im Gleichgewicht ist, dass der Körper in der Lage ist, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Also das ist schon sinnvoll, darüber mal nachzudenken. Bevor man das nimmt, hä? Yeah. Also es hat wirklich einen großen Eingriff in den Körper. Also haben wir jetzt eigentlich zwei wichtige Themen miteinander abgehakt. Einerseits effektiv diese Tampo-Geschichte. Also auch da ein großes Ausrufezeichen. Achtung, Achtung. Das ist gefährlich. Das hat Reaktionen. Es ist so viel Chemie drin. Und es gibt die Lösung mit dieser, ich weiß schon nicht mehr, Mundtasse oder was? Menstruationstasse. Menstruationstasse. Das werde ich mal danach googeln. Mhm. Verhütung. Ja, und dann die Verhütung mit der Pille, also lieber nicht mit der Pille, selbstverständlich, sondern Temperatur messen. Vielleicht muss man auch mal eine Sendung machen über diese Ketten, wo ich mal gehört habe, das sei anscheinend ein bisschen weniger problematisch. Aber wieso sollte das Problem immer bei der Frauen gelegen sein? Es gibt auch schon die Pille für den Mann, aber die ist sicher auch nicht besser, oder? Das glaube ich nicht, nee. Geht auch wieder rein ins Chemie rein, oder? Natürlich. Also der Mann hat doch genauso seine Hormone. Der Mann hat auch weibliche Hormone, nicht nur die männlichen. Und das ist ja immer alles ein Gleichgewicht. Ob ich nun bei der Frau chemisch eingreife oder beim Mann, das führt beim Mann auch, der ja sowieso schon in der Östrogendominanz ist und teilweise die Männer ja schon schöne Brüste entwickeln. Ne? Kannst du dir ja die kleinen Burschen mal angucken. Also das ist auch beim Mann nicht von Vorteil. Ne? Und wenn man dann dann geht es ja wahrscheinlich um das Thema Gleichberechtigung. Ne? Klar. Nicht nur immer der Frau abgeben, sondern auch mal den Mann. Und das ist einfach, das ist einfach fernab der Natur. Du hast sogar noch ein Fass aufgemacht, die männlichen Brüste. Auf was führst du die zurück? Ja, auf diesen Östrogenüberschuss, die Weichmacher überall, das Wasser, was verseucht ist, da sind das ja alles drin. Ne? Die Nahrung, die heutzutage dort verseucht ist, anders kann man das gar nicht sagen. Ne? Früher hat man immer nur gesagt, zu viel Bier und so, aber heutzutage ist es nicht nur im Bier.
In eurer Klinik hier, da in der Swiss Mountain Klinik, kommen Patienten auch zu euch mit Problemen, die ihr dann letztendlich wieder zurückführt auf die Pille, auf Nebenwirkungen der Pille oder eben sogar auf solche Tampons-Geschichten, wo dann aktiv wieder entgiftet werden muss oder so. Habt ihr die Kausalität, diese Zusammenhänge auch schon? Ja, auf jeden Fall, gerade bei vielen Frauen. Wir haben auch wirklich viele, viele Patienten, die kommen mit uns mit Zyklusschmerzen. Die kommen gar nicht, weil sie irgendwie dramatische Sachen haben, aber die haben immer wieder wirklich heftige Schmerzen, wenn sie menstruieren. Mhm. Ne? Und dann ist das erste Mal, wirklich da aufzuräumen, die Pille abzusetzen, da umzustellen auf wirklich natürliche, auch eben die Menstruationstassen, ne, Auffangbehälter. Das auch mal einfach zu akzeptieren, hey, das darf jetzt so sein, lass jetzt mal los. Da hat ja der Rüdiger Dahlke auch sehr schöne Bücher, auch in seinen Büchern geschrieben, Krankheit als Symbol, was steckt eigentlich dahinter, wenn die Frau so heftige Schmerzen immer wieder hat. Und wir machen da einfach auch Aufklärungsarbeit bei den jungen Mädchen oder auch bei den älteren Frauen. Und wir haben natürlich dann Möglichkeiten, auch diese Gifte wieder, also ja, aus dem Körper rauszuholen, sagen wir mal so. Aber da muss man erst mal gucken, was ist denn da eigentlich so? Ja, da reagiert auch jeder anders oder jede Dame anders. Da reagiert jeder anders. Auch nicht jeder ist in der Lage, zu jeder Zeit gut zu entgiften. Mhm. Es gibt ja die Entgiftungsschwachen, sagen wir mal so. Die muss man erst mal auffüllen. Da muss man erst mal schauen, wo stehen die eigentlich. Da muss man erst mal nur Leber, Niere, Lymphe unterstützen, dass die einfach da ja in ihr Gleichgewicht kommen, dass sie dann loslassen können. Segenreicher Job, hier Aufklärungsarbeit zu bieten. Ja, und es ist natürlich bei dem hohen Angebot da draußen gar nicht so leicht. Es ist ja auch einfach. Weißt du? Es ist ja auch einfach. Ja, es wird auch immer alles einfacher. Ich habe das Gefühl, heutzutage werden die jungen Leute einfach mit schnell Medikamenten zugedeckt und man denkt sich überhaupt nichts dabei. Und irgend 20, 30 Jahre später belegst du dir wieder, was habe ich da gemacht, oder? Klar. Ja, scheiße. Entschuldigung, das nehme ich wieder zurück. Ja, ja, und der Mensch, die Frau an sich, muss auch mal aus ihrer Komfortzone rauskommen. Sie muss mal beginnen, die Dinge zu hinterfragen, die sie sich tagtäglich auf die Haut schmiert, die sie einnimmt, Ist ja auch ein Thema, einführt. Kosmetik, genau. Klar. Das Gleiche wieder, oder? Was da alles drin ist, sind Chemikalien. Genau, und das sind so Dinge, darüber denkt man heutzutage nicht mehr nach. Es ist einfach so selbstverständlich. Und das, es lohnt sich einfach, darüber mal nachzudenken. Ich glaube, ich habe da eine Zahl im Kopf. Die durchschnittliche Frau in der Schweiz schmiert sich pro Tag 200 verschiedene Toxine ins Gesicht. Ja, siehst du, die Leber. Ich könnte das gar nicht aufzählen. Die Leber freut sich. Ja, ist verrückt. Na, ja. Ja, aber auch bei der Naturkosmetik muss man gucken. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, Naturkosmetik kannst du mittlerweile in den großen Supermärkten kaufen. Also, Auch viel dort, Natur drin. Ne? Auch dort. Grüne Etikette. Also wie das ganze Labeling erfolgt und so. Ne? Also da muss man wirklich sehr kritisch sein. Ne? Und nicht alles, was im Bio ist, ist gut. Also das ist wirklich da ein bisschen achtsam zu sein. Und mittlerweile gibt es ja diese Apps auch, ne? Die so die Toxine screen und so. Also wir haben ja auch wieder gute Möglichkeiten, einfach mal zu hinterfragen und dann auch sofort mit einem Klick quasi Hinweise zu bekommen, was ist da drin. Und dann kann ich mir sofort überlegen, schon beim Einkaufen, will ich das oder will ich das nicht? Aber ist dann ziemlich mühsam, weißt du, also wenn ich in einen ganzen Einkaufswagen alles zuerst checken muss, was alles drin ist. Ja, aber es gibt, ich habe eine Freundin im Rahmen ihres Kinderwunsches, ne, weil sie wurde nicht schwanger und dann beginnt man ja sein Leben mal zu überdenken und auf den Kopf zu stellen, weil auch teilweise in guten Kinderwunschzentren wird dir das gesagt. Ne? Da gibt es dieses schöne Buch, am Anfang war das Ei. Und da beginnt man wirklich mal aufzuräumen. Und dann ist die immer durch den Supermarkt und hat geguckt und so und ist aber so auch bewusst geworden. Da hilft es schon. Es hilft dir dabei zu erwachen, dir bewusst zu werden, okay, das sollte ich vielleicht besser nicht wählen. Danke dir ganz herzlich, liebe Frau Dr. Med. Friederike Wichel war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich finde das ein ganz bedeutsames, wichtiges Thema. Man redet kaum darüber. Und die Frauen tun sich so viele Sachen an, was eigentlich, wenn man langfristig betrachtet, überhaupt nicht gesund ist. Im Gegenteil, ihre Gesundheit ganz massiv beeinträchtigt. Und hier appellieren wir einfach an Sie. Geben Sie diese Information weiter an alle Damen und Herren, die damit eigentlich konfrontiert sind, betroffen sind, dass sie sich hinterfragen, wollen sie denn das wirklich, ist es fair, dass ich das mache, oder ist es nicht besser, wenn wir eine Lösung suchen im
innerhalb der Partnerschaft, die niemanden letztendlich zu einem langfristigen Leid hinführt. Und diese Anregung möchten wir heute ganz herzlich Ihnen vermitteln und danke Ihnen ganz herzlich fürs Teilen. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.